Liebe Gäste, ich begrüße alle heute Abend ganz, ganz herzlich. Trotz dieses Regenwetters sind Sie zu uns gekommen und wir freuen uns sehr darüber. Also wir haben Bettina Marx hier und Sie sind bestimmt schon beeindruckt von diesen wunderbaren Papierarbeiten. Hier ist und Bettina. Bettina Marx. Kommen Sie zu uns. Ach, da ist sie. Da ist sie. Eine ganz junge Künstlerin, die aber schon mit ganz viel Erfahrung aufwarten kann. Und ich habe schon mit einigen gesprochen, die hier Begeisterung auslöst. Die Susanne wird uns gleich sagen, warum. Genau, 1:1. Also, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da sind und einen schönen Abend. Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Bettina Marx, liebe Verena Löwenhaupt, der wir jeweils in Zusammenarbeit mit den Künstlern die Broschüre zu verdanken haben, zu dieser Ausstellung Trommelnde Scherben. Trommelnde Scherben im Fallen, trommeln sie wirklich? Entsteht ein Rhythmus in dieser Bewegung? Gibt es einen Rhythmus des Zerschmetterns? Dann, wenn die Scherben sich im Bruch zu neuen Formen fügen, sich im Fliegen und Bersten neu formieren? Bettina Marx reizt dieses Gedankenspiel, reizt auch die Ästhetik des Zerstörten, die ihr innewohnende Chance nicht auf ordentliche Rekonstruierbarkeit, sondern auf sich zufällig ergebende neue Strukturen. Wenn die Malerin aus Farbe und Papier ihre Bildräume entstehen lässt, dann sind es diese sich im Arbeitsprozess ergebenden Strukturen, denen ihr Interesse gilt. Sind es die Bewegungsstränge einzelner Fragmente, die sich zusammenscharren und zerstreuen, sich versammeln, sich gruppieren und umgruppieren, sich verdichten, einander fliehen, in den Bildraum hinein, in seine Ebenen, Schichtungen und Faltungen. Oftmals sind es sogenannte Baumdrucke, Abdrücke schwerer Baumstämme auf nassem Papier, die immer wieder eine Basis bilden für ihre leichte, fast poetische Malerei. Auf horizontalen Bahnen finden sich Spuren dieser Abdruckprozesse, dort, wo sich das Papier verschiebt, sich verweigert, aufnimmt, reißt. In der Ausstellung Kunstverein Leverkusen hängen Arbeiten, und zwar im hinteren Raum, die auf zwei dieser Baumdrucke basieren, die beide erstmals nicht im Atelier belassen, sondern als Arbeitsgrundlage ganz klein gefaltete Koffer mit auf die Reise nach China genommen worden sind. Knickungen, Pressungen, Faltungen, Verletzungen, sie zeugen von diesem Transport. Auf sie reagiert Bettina Marx mit Farbe und mit den vor Ort gesammelten Papieren, bessert großflächig aus, überlagert, betont, stabilisiert. Die mit Farbe getränkten Papiere ergeben eine erkennbar neue Schicht, folgen in ihren Formungen und Positionierungen scheinbar einem eigenen Rhythmus. Sie lassen Bildräume entstehen zwischen innen und außen, nicht innen, nicht außen, dazwischen. Papiere spielen im Werk von Bettina Marx eine zentrale Rolle. Papiere verbinden sie, wie sie sagt, mit einem Raum, mit einem architektonischen, genauso wie mit einem kulturellen, wie hier zum Beispiel mit dem chinesischen. Auch ihre abstrakten Zeichnungen und Malereien sind wesentlich geprägt von diesen Räumen, den von ihr bereisten Kulturräumen wie in Namibia oder für diese Ausstellung hier ganz entscheidend China. Und Zitat, das ist tatsächlich, was mich interessiert, Landschaftsräume und Orte an sich. Im Grunde genommen sind meine Ausstellungen wie eine große Landkarte angelegt. Daher bewegen sich ihre Arbeiten immer wieder aufs Neue, von Ausstellungsort zu Ausstellungsort, an der Schnittstelle zwischen Malerei und Installation. So belässt Bettina Marx der Malerei denn auch nur selten ihren angestammten Platz, löst sie oftmals von der Wand, stellt das Bildgeschehen in dicke hölzerne Rahmen oder lässt es, komprimiert auf den kleinsten Raum gepresst, zu einem auf dem Boden liegenden Objekt werden. Objekthaft und doch eindeutig Bild. Bild vielleicht einer sich formierenden Landschaft? In der Ausstellung in Leverkusen scheint sie mit einzelnen,
im Raum angeordneten Bahnen aus chinesischem Schreibpapier mit der charakteristischen roten Rasterung für die Kalligrafieübungen einzelne Farbschichten aus dem Bild herauszulösen, ja, das Bild schichtweise in den Raum hinein zu staffeln, es schichtweise letztlich zu öffnen. Allerdings versperrt und öffnet Bettina Marx eben durch die gezielte Staffelung und Anordnung dieser einzelnen, fast transparenten Papiere im vorderen Raum einzelne Blickachsen auf das jeweilige Bild. Sie überlässt uns nicht gänzlich die Entscheidung, wo wir genau in ihre Landschaftsräume einsteigen, lenkt unseren Blick, unsere gedankliche wie räumliche Bewegung zwischen den einzelnen Schichten. Farbe scheint uns zu umfangen, Verdichtung und Auflösung eben dieses nicht ganz Fassbare dazwischen. Denn die Farbspuren entziehen sich dem Raster, kümmern sich nicht um die ihnen vorgegebene, ihnen aufgezwungene Ordnung. Sie folgen, vor allem in kleineren zeichnerischen Arbeiten, ihrer eigenen Bewegungsrichtung, ihren eigenen Bewegungsdrang, stellenweise wie unter dem Mikroskop gesehene Bakterien. Doch solche Vergleiche, sie greifen nicht. Auch wenn wir stets versuchen, für Gesehenes Entsprechungen in unserer Wirklichkeit zu finden, es zu sortieren, es zusammenzusetzen und nur ungern im Zustand des Ungeklärten, Abstrakten verharren. Aber sind Erinnerungen in all ihrer Vielschichtigkeit nicht oftmals gekennzeichnet von eben diesem Grad an Nicht-Greifbarem, so eng sie auch mit einem konkreten Ort, einer Landschaft verbunden sein mögen? Sie behaupten ihre eigene Realität, ihren eigenen Rhythmus, fordern ihre eigene Sprache. Für Bettina Marx ist, wie sie selbst sagt, Malerei die Sprache, mit der sie umgeht. Vielen Dank. Wenn Fragen da sind, ich weiß, dass es ein höchstes Vergnügen ist, mit Bettina Marx über ihre Arbeiten zu sprechen. Das oktroyiere ich dir jetzt noch auf. Und ansonsten nochmal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ja.